Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2. Oh, ich glaube, ich brauche hier nichts weiter zu erläutern. Wir sind immer noch nach wie vor im Kampf gegen diese Piratenpack, darf ich wohl glaube ich auch mittlerweile nennen. Und werden jetzt mal dafür sorgen, dass hier weitere Sachen erforscht werden. Und ich werde definitiv mal ein bisschen Holz verkaufen und dafür Stein einkaufen, weil mir ging das vor einer gewissen Weile doch ganz schön auf den Senkel, dass ja relativ schnell hier Einheiten mich angegriffen haben. So. Das ist ja in der Tat etwas, was ich gerne vermeiden würde, dass mich ständig aus irgendwelche Richtungen Einheiten angreifen oder überhaupt versuchen, irgendwelche Einheiten zu attackieren. So, was ich allerdings auch machen möchte, ist den mal hier runtersenden, damit er mir hier diesen einen kleinen Baum, der mir diese Bauweise hier vermasseln könnte, wegzukatten. Hoppla. Warum? Woher kommt der auf einmal? So, meine Einheiten kommen stückweise. Das dauert halt immer ein bisschen, bis die da angekommen sind. Aber das ist halt das, was ich meine. Immer noch Einheiten hier auftauchen. Ne? Und ich sehe auch schon von wo. Ey, die werden immer per Boot geschickt, ne? So, ich muss definitiv den hier Einhalt gebieten. Und da kommen immer mehr Schiffe. Okay, feststellt, ich darf wieder einen neuen Dorfbewohner aus und bilden, der dann bitte zum Holz läuft. Machen wir hier irgendwo einfach. So. Hä? Hä? Ach du! Das darf noch nicht angehen. Okay. Jetzt reicht mir. Wir brauchen einen Hafen. Hätte jetzt nie gedacht, dass ich das mal sage, aber wir brauchen einen Hafen. Hallo, ich hab das erst ge... Oh, das ist halt so... Ne? Das ist einfach nur ätzend. So. Baut ein bisschen schneller. Ich brauche nämlich Tierschen. Schnellen Schiff. Und zwar dringend. Und dann kriege ich die beiden Holzfällen. Transport, Handel, Galeere ist das, glaube ich. Ich entwickle erstmal Kriegsgaleere und dann geht an den Kragen von dem. Gut, dass die so lange brauchen dafür. Oh, ich hab grad... Na gut. Das ist hier mehr oder minder so eine Art Selbstläufer.
5 Stück. Das ist alles, was wir entbehren können. Alter, und es kommen weitere Schiffe. Will der jetzt... Jetzt mache ich auch das hier hinbauen. Und wir müssen Häuser bauen, definitiv. So, jetzt fangen wir gleich mal an, auch hier das Wasser ein bisschen zu besegeln. Ey, das kann doch nicht angehen. Komm, direkt hier los drauf. Aber wie gesagt, es ist halt reichlich intensiv, das Spiel gerade. Oh Gott. Ich kann halt gerade so gut wie gar nichts erklären. Deswegen tut mir auch relativ leid. Let's go.
Okay, die Schiffe sind bereit. Ich lasse das erstmal reparieren. Es wird wahrscheinlich so hart in die Hose gehen. Ah. Vor allem muss ich gleich sowieso nochmal zwei Bewohner ausbilden und ich habe nicht genügend Holz. Also das erste, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall wieder Bewohner. Und zwar sehr viele. Ich brauche nämlich Holz in raren Mengen. Und ich brauche ein... Oh nein. Oh Gott. Jetzt werden wir auch noch von der Seite angegriffen. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit. So, faule Arbeiter. Holz. 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 Jetzt mache ich mal einen ganz kurzen Ausflug. Da ich ja im Groben weiß, dass die alle von hier unten kommen, zerlege ich mal diesen Hafenposten. Oh Gott, die kommen jetzt von allen Seiten, ne? Okay. So viel zum Thema, wir zerlegen die jetzt komplett. So, Holz ist wieder knapp. Holz sammeln wir aber sowieso wie nichts Gutes. Aber wir konnten schon mal die dezimieren. So, ich erforsche einfach weiter ein paar Sachen. Es muss ja irgendwann mal zu irgendwas führen. Versteht ich. Die Aufwendungen des Krieges. Warum? So, jetzt kommt gleich das nächste Schiff, das wird auch... Ja! Wie hart sinnlos das einfach ist gerade. Aber ich habe voll die Idee. Ich mache mal hier eigentlich mal einen Turm hin. Ja, die Mauer muss ich gleich weiterführen, wenn ich genügend habe, was ich verkaufen und kaufen kann. Aber ich kann total Nahrung und dafür Stein dann reinholen.
Und Volk kommt ja auch jetzt ganz gut rein. So. So, die Einheiten ziehe ich mal alle hier oben zusammen. Und dann... Ja, kommt schon wieder ein Angriff und dadurch wird mein Plan wieder durchkreuzt. So, ich sehe schon, ich brauche sowieso wieder ein paar Bogenschützen. Heute ist echt immer das, was am knappesten ist, ne? So, Nahrung kriegen wir relativ schnell rein. So, die Goldsammler haben ja nichts mehr zu tun, weil kein Gold mehr da ist, was gesammelt werden könnte. Und dich ziehe ich mal davon ab und lass dich mal hier eine Siedlung bauen. Damit hier um einiges mehr Einwohner kommen, leben können. Die auch hier oben hin. So, und mit diesen Booten hier unten hin, hier oben auf jeden Fall dafür sorgen, dass das nicht abreißt. Ja, die Siedlung wird doch gerade hier gebaut. Hab mal wo wird denn hier total was angegriffen? Ich kapier's nicht. Okay, das geht auf jeden Fall schon mal schneller als vorhin, der Versuch. Und ich werde jetzt definitiv schneller kämpfen versuchen. Was sucht ihr denn hier oben? Oh Mann. Hallo, ich habe hier oben keine Einheiten hinbeordert. Meine Güte, wie die sich einfach verselbstständigen. Furchtbar manchmal. Oh Leute. Okay. Alles cool, funktioniert, schön.
Okay, die lasse ich jetzt mal machen. Und jetzt gehe ich mit den Einheiten nach oben. Und ich muss definitiv aufpassen, weil die Katapulte können mich auch selber anhitten. Das habe ich vorhin bei den Feindlichen ausgenutzt. Jetzt bei den Verbündeten ist es halt dann halt ein bisschen scheiße. Ja, das kann er oben ruhig kämpfen, wie es lustig ist. So, jetzt kann ich mal ganz kurz prüfen, was hier los ist. Okay, gerade nicht. Wir machen noch ein bisschen länger, ein klein bisschen.
Denn gerade jetzt wird es ja spannend. Ich will mal behaupten, wir haben es hier so gut wie geschafft. Okay, unten ist semi-brillant. Oh, wir haben hier noch so ein Ding, was wir hier oben noch hinschicken können. Was aber definitiv in dieser Folge nicht mehr hier ankommen wird. Aber wir werden definitiv hier weitermachen dann beim nächsten Mal. Deswegen freue ich schon aufs nächste Mal. Besiegen Sie Renes Stürme. Okay. Also das haben wir schon mal erledigt. Wir zerlegen jetzt noch hier die restliche Gedöns, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass da nichts mehr. Ich komme wegen euch, Saladin. Bald. Okay. Wo war denn der? Okay, das hört sich aber nicht gut an. Also definitiv heißt es Einheiten zurückziehen gleich und Mauern errichten. Das ist alles, was wir entbehren können. Aber was feststeht, ich brauche sowieso neue Einheiten. Heißt, ich lasse die da oben einfach herumgeistern. Verkaufe ein paar Sachen. So. Ziehe die Einheiten wieder zurück. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Und auf ein hoffentlich bald gutes weiteres Let's Play. Und ich werde definitiv nochmal davon welche bauen und dann sonst auch nichts mehr weiter. Und ich glaube, das nächste, was ich bestreiten muss, ist ein Seekampf. Deswegen bereite ich das hier schon mal vor. Und würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Salz. Haut rein und ciao. Und den mache ich jetzt noch gleich im Off mal weg. Also bis gleich. Ciao. Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao.